Laxenburg veranstaltete bereits zum 13. Mal den Aktionstag Gesunde Gemeinde. Auch in diesem Jahr war der Kaiserbahnhof gut gefüllt und die Besucher stets unterhalten. Was wieder einmal bewies, dass Gemeinderat Helmut Adner und sein Team alles richtig machen. In nahezu allen gesunden Gemeinden finden in regelmäßigen Abständen Gesundheitstage statt. Ein dichtes, hochwertiges Netz an Gesundheitseinrichtungen im Ort hat die Möglichkeit, sich zu präsentieren, zu informieren und zu beraten. Wir haben heute 19 Aussteller, wir haben 5 Vorträge, wir haben 4 Mitmacheinheiten. Also es ist der ganze Tag wirklich gut ausgefüllt und die Leute nehmen das wirklich sehr gerne an, weil es einfach ein sehr abwechslungsreiches Programm ist. Gesundheitsförderung und Prävention bzw. Umgang und Behandlungsmöglichkeiten zu verschiedenen Krankheiten standen am vergangenen Wochenende einmal mehr im Vordergrund. Viele Besucher nutzten die Möglichkeit, persönliche Beratungsgespräche mit Expertinnen und Experten zu führen oder bei Vorträgen über aktuelle Gesundheitsthemen sein Wissen zu erweitern. Warum kommen Sie denn heute hier zum Gesunden Gemeindetag in Laxenburg? Das war einfach nur wegen der Kleinen, dass sie mal sieht, was da alles so gibt, auch wenn es noch so jung ist. Hut ab und ein Dankeschön natürlich dem geschätzten Gemeinderat Helmut Adner, dass er das in so hervorragender Weise hier managt. Und natürlich auch Kompliment dem neuen Bürgermeister David Berl, denn gerade in diesen Zeiten, wenn der Winter Richtung Frühling, Sommer geht, sind ja Land auf, Land ab sehr, sehr viele Veranstaltungen. Und dieser Besuch hier, der zeigt uns, es ist gelungen, es wird angenommen. Daher für mich persönlich ein Erlebnis heute auch, wenn ich so sagen darf, als Altbürgermeister zu besuchen und das zu erleben. Wir haben prinzipiell ein gutes Feedback und das werden wir jetzt dann gleich noch einmal sehen, weil wir haben ja Mitmacheinheiten nicht nur zum Mitturnen, sondern auch zum Mitmachen und die Stände zu besuchen. Und wer fleißig mitmacht, nimmt an einem Spiel, an einer Tombola teil und damit dann auch wieder die Gelegenheit, mit den Leuten Rücksprache zu halten. Aber wenn wir im 13. Jahr einen guten Besuch haben, dann sagt das einiges aus und wir hoffen, dass es auch so bleibt. Viele sind sehr interessiert, für viele ein neues Erlebnis, auch die Klangschale auszuprobieren. Ich hatte auch schon einen Kinderworkshop, es waren auch die Kinder sehr begeistert. Ich glaube, es funktioniert ganz gut. Die Ziele sind prinzipiell, dass die Leute mitmachen, dass sich die Leute bewegen. Es ist ja das eigentlich nur eigentlich der Höhepunkt des Jahres. Wir haben ja jede Woche eine Turneinheit. Wir machen gesundes Radeln, Genussradeln eigentlich das ganze Jahr über. Und die Leute wollen wir dazu animieren, dass sie einen gesunden Lebensstil haben, dass sie nicht nur auf der Couch sitzen im Winter, sondern sich auch da bewegen und natürlich auch vor allem sich gesund ernähren. Es gibt tausende Krankheiten, aber nur eine Gesundheit, sagt ein Sprichwort. Wie gut, dass man sich beim Aktionstag Gesunde Gemeinde auch heuer wieder um diese Wichtigkeit gut gekümmert hat. Wie finden Sie es denn generell, dass es so eine Aktion hier gibt? Das ist sehr schön. Es gibt nicht überall sowas.